Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu SOFA, dem evangelischen Gottesdienst aus Niederösterreich. Du bist willkommen auf deinem Sessel, auf deinem Sofa, in der Natur, in der U-Bahn, im Zug, überall. Heute ist Karfreitag. An diesem Tag denken Christinnen und Christen daran, wie Jesus damals gekreuzigt wurde in Jerusalem vor 2000 Jahren. Ich werde den Gottesdienst gleich in der Martin-Luther-Kirche in Hainburg weiterfeiern, ganz im Osten von Niederösterreich, 15 Kilometer von Bratislava. Hinter mir seht ihr die Kirche auch an der Wand. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass Gott über uns ist, neben uns und in uns. Bis gleich in Hainburg. Ja, nun bin ich also in Hainburg an der Donau. Die Pfarrgemeinde hat zwei Sitze, Bruck an der Leiter und Hainburg an der Donau. Insgesamt etwas über 1000 Evangelische gehören zu dieser Pfarrgemeinde. Dies hier ist die Martin-Luther-Kirche von Hainburg. Wie ihr seht, ist sie eine sehr moderne Kirche. Sie hat genau 10-jähriges Jubiläum. 2011 wurde sie eingeweiht. Sie wurde gebaut von Wolf Prix, einem wichtigen österreichischen Architekten. Besonders auffällig ist dieser Altar, ein Kanzelaltar, wie es ihn ja an vielen Orten gibt, aber nirgendwo so modern wie hier. Kanzel und Altar hängen zusammen mit den drei Durchlässen, die Vater, Sohn und Heiligen Geist symbolisieren. Und diese durchlässige Altarwand, das durchlässige Kreuz, was bis zur Straße hinführt. Wir feiern gemeinsam Karfreitag. Es ist nun schon der dritte außergewöhnliche Karfreitag, der zweite in der Pandemie, und vor 2 Jahren war es ja das erste Mal, dass der Karfreitag kein Feiertag mehr für uns ist. Und egal was kommt, wir denken daran, wie es war, als Jesus gekreuzigt wurde. Der Psalm des Karfreitags ist der 22. Psalm, aus dem ich ein paar Verse bete. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Gott, wir bitten dich, sei bei uns. Es ist eine Zeit, wo wir dich oft nicht sehen. Es ist eine Zeit, wo wir oft nur das Leiden vor Augen haben. Lass dich finden. Hilf uns vertrauen, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Amen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium. Es war die 6. Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur 9. Stunde. In der 9. Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lasst mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz,
Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich Sohn Gottes. In allen vier Evangelien ist aufgeschrieben, wie Jesus gelitten hat und gestorben ist. In den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, wird es aber so geschildert, dass es ein ganz großes Ereignis ist. Natürlich, für alle, die an Jesus glauben, ist es sowieso ein großes Ereignis, aber sie schildern noch, was außenrum passiert ist. Sie schildern Naturereignisse. Ich habe es ja gerade vorgelesen, Markus erzählt von einer Finsternis, die über das ganze Land gekommen ist. Matthäus erzählt von einem Erdbeben. Also die ganze Welt, die Natur, der Kosmos erlebt es mit, dass Jesus gestorben ist. Und alle drei schreiben auch von einem religiösen Großereignis, und zwar, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Der Tempel in Jerusalem hatte ja verschiedene Räume, die von unterschiedlichen Menschen nur betreten werden durften. Der wichtigste Raum, der aber von den allerwenigsten Leuten nur betreten werden durfte, war das sogenannte Allerheiligste. Der durfte nur einmal im Jahr von einer Person betreten werden, und zwar vom Hohenpriester. Dieses Allerheiligste war von dem nächstheiligsten Raum mit einem Vorhang abgetrennt. Und Matthäus, Markus und Lukas berichten nun, dass, als Jesus gestorben ist, dieser Vorhang zerrissen ist. Ich habe es auch jetzt vorgelesen, bei Markus steht, dieser Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Ich habe da mal eine faszinierende Deutung gehört, die gesagt hat, wenn es von oben nach unten zerrissen ist, dann kann es ja nur Gott gewesen sein. Denn wenn Menschen an einem Vorhang zerren, der sehr lang ist, dann fangen sie natürlich unten an, so auf Körperhöhe, und dann reißt der nach oben langsam auseinander. Aber der Vorhang im Tempel ist von oben nach unten zerrissen. Das finde ich faszinierend, denn diese Trennung zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten war ja ein Zeichen dafür, dass man Gott eben nur an einem ganz bestimmten Ort hinter einem Vorhang begegnen kann und auch nur eine Person, die dann diese Begegnung vielleicht an andere Menschen weitergibt. Karfreitag ist so wichtig, weil Gott auf geheimnisvolle Weise durch diesen Tod von Jesus, der seinen Weg konsequent bis zum Ende gegangen ist, der durch diesen Tod die Trennung von seiner Seite aufgerissen hat. Es braucht keinen Hohenpriester mehr, es braucht keinen besonderen Ort, wo man Gott begegnet, sondern Gott ist so sehr Teil von dieser Welt geworden, weil er Mensch geworden ist und weil er alles durchlitten hat, was Menschen auch durchleben, dass der Vorhang zerrissen ist. Ich habe auch deshalb die Martin-Luther-Kirche in Hainburg ausgewählt, weil mich diese Altarwand an diesen zerrissenen Vorhang im Tempel erinnert. Die Gasse draußen ist ganz nahe und vielleicht sind ja hinter mir auch Leute vorbeigegangen oder sind Autos vorbeigefahren und es ist ganz durchsichtig. Wenn hier Gottesdienst gefeiert wird, können die Leute auch einfach reinschauen und dem Pfarrer oder der Pfarrerin über die Schulter schauen. Und so ist es eben auch mit Gott. Durch dieses Ereignis am Karfreitag ist die Trennung aufgehoben. Es ist durchsichtig zwischen Gott und Menschen. Wir können so zu Gott kommen, er schaut uns ganz an, er erkennt uns, wir können ihn erkennen durch dieses Ereignis. Wie das genau funktioniert, ist ja ein bisschen schwer zu erklären oder in Worte zu fassen. Aber ich glaube, es ist eine gute Herausforderung, dass man das eben versucht, dass man glaubt, ich brauche keine besonderen Orte, ich brauche keine besonderen Personen, sondern der Weg zu Gott ist ganz frei. Ich lade euch ein, dass wir miteinander still werden. Ihr könnt eigene Gebete formulieren oder auch einfach nur ein paar Momente still sein und schauen, welche Gedanken
zu euch kommen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Zeichen dafür, dass Gott nicht weit weg ist, sprechen sich Menschen gegenseitig den Segen zu. Wir sagen, Gott handelt, aber wir machen es von Mensch zu Mensch. Ihr könnt es zu Hause tun und ich mache es jetzt eben über diesen Sofa-Gottesdienst. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Weil Sofa an diesem Karfreitag früher gekommen ist als normal, außer der Reihe, muss man auch nicht so lange bis zum nächsten Sofa-Gottesdienst warten. Euch wird bereits am Sonntag, am Ostersonntag, Pfarrer Sigi Kolktut aus Weidhofen an der Ips begrüßen. Heute eine ganz moderne Kirche, dann eine ganz alte Kirche. Bis dahin, alles Gute. Ja.